Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Idol Survivors Last Stand. Es ist Kürbiszeit, es ist Gruselzeit. Es ist kein Herbst-Event, es ist das Halloween-Event in Idol Survivors. Sie geben uns nicht mal eine Woche. Aber vielleicht reichen uns ja 6 Tage, um kräftig zu shoppen. Ihr seht schon, es gibt zeitlich begrenzte Eventwährung. Kürbislaterne, das ist so das eher seltenere. Und natürlich gibt es auch ein paar Bonbons. Was machen wir mit dem Ganzen? Wir bringen es zum Kürbishaus. Im Kürbishaus können wir dann einen Avatar, einen Rahmen, Heldensplitter für die 3S-Helden oder sogar eine Auswahlkarte für unsere Helden bekommen. Ja, ihr seht's, hier sind sogar die Reisenden schon ein Stück weit vertreten. Dann gibt's Uhren aus anderen Dimensionen. Es gibt das selbstgewählte Wunder-Regenbogen-Ausrüstungs-Wähl-Dir-Aus- und Werd-Noch-Stärker-Paket. Es ist unglaublich, was wir alles kriegen können. Na ja, such dir doch noch ein exklusives Spielzeug aus. Natürlich gibt es auch immer mal so ein bisschen andere Sachen, die wir eintauschen können. Aber klar, wir wollen hier oben, wir wollen die Auswahlkarten, wir wollen die Uhr mit 11%. Das heißt, wir brauchen mindestens 4 Kürbislaternen. Und wir brauchen mindestens 500 Süßigkeiten. Das Ganze können wir einmal kriegen. Liebe Wunschfee, ich hätte also gerne wenigstens 12 Kürbislaternen und 1500 Süßigkeiten. Ja, und die Wunschfee, die zeigt mir mal gehörig den Vogel. Denn das ganze Prinzip ist uns bekannt. Wir haben so eine Wundertüte und die Chance, da dran zu kommen, ist unheimlich gering. Ist möglich, ja? Als Free-to-Play-Spieler durchaus auch, denn theoretisch kriegen wir ja hier 6 Tage lang immer 2 Tüten, sind wir schon mal bei 12 Tüten und könnten hier auf schon 12 Kürbislaternen kommen. Dann finde ich ganz witzig, wir haben die Möglichkeit hier über die uns bekannten Heldenpfad-Missionen, die wir ja auch aus dem Interstellar-Event kennen, weitere 10, 20 Päckchen zu bekommen. Vielleicht hier oben sogar eine Laterne. Umsonst wird uns leider noch nicht angezeigt. Und auch dieses Paket hier oder dieser Teil, die Halloween-Nacht, ist uns vom System her bekannt. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass wir als Free-to-Play-Spieler hier keine einzige Laterne garantiert bekommen können. Das heißt, es kann sein, dass wir am Ende dieses Events mit ganz vielen Bonbons dastehen und nicht eine einzige Laterne haben. Theoretisch diesen Pass hier aufzuleveln, ist einfach anmelden, Belohnungen machen. Vor allem auch sehr gut kombinierbar, wenn man gerade bei Sweet S im Interstellar Event ein paar Diamanten ausgeben will oder aber auch noch die gewünschten Edelsteine fürs Wish Event kaufen möchte. Wer also das Ganze nicht schon am Montag gemacht hat, sondern jetzt irgendwann im Laufe der nächsten 5 Tage und 18 Stunden, der kann hier entsprechend seinen Pass aufleveln, bekommt diesen PvE-Schadensbonus, finde ich ganz witzig, bekommt hier einige Bonbons und natürlich auch ein wenig Halloween-Paket. Und das war im Prinzip schon das ganze Event. Es ist recht übersichtlich, es ist recht einfach. Ich weiß aber nicht, also mit viel Glück geht das, da kann man sich durchaus was gönnen, ansonsten kann es halt auch einfach sein, wir stehen am Ende ein bisschen doof da, haben einen Haufen Bonbons oder auch einfach kaum Bonbons, denn wer Pech hat, der zieht halt hier einfach am Ende aus den insgesamt 14 Taschen plus die Halloween-Geister 24, 34, das ist so das, was ich gerade sehe, 34 von diesen Taschen. Wir können ja mal hier kurz bei mir ins Inventar gehen, genau. Und wenn wir die Möglichkeit haben und viel, viel Glück, dann sieht das anders aus als hier. Und dann können wir richtig was machen, aber wenn wir Pech haben, dann stehen wir halt am Ende einfach da, haben einen Haufen von diesen Bonbons, eine Laterne und dann kriegen wir nicht mal den Rahmen oder den Skin, beziehungsweise den Avatar. Und das finde ich das Krasse, selbst
Leute, die ein bisschen Geld ausgeben wollen, die werden richtig zur Kasse gebeten. Denn das hier kann man nur dreimal kaufen. Ich weiß nicht, da ich kein Payer bin. Nee, das hier ist ein tägliches Limit. Das ist ein generelles Limit. Das heißt, wir müssen mindestens, ja, lass uns mal kurz durchrechnen. 50, 70, 90. Selbst wenn es als Payer schlecht läuft, gebt ihr mindestens $90 aus. Um eins. Um eins von den Dingern einlösen zu können. Eine dieser Uhren oder ein Helden-Auswahlpaket. Es ist schon richtig, richtig teuer. Und wenn ihr euch überlegt, gerade bei 3S-Helden, dass der Gegenwert normalerweise so um die 25.000 Diamanten liegt, also eine Woche Spielzeit. Und ihr sollt jetzt dafür $90 raushauen? Da gruselt's mir aber. Eieieiei. Nichtsdestotrotz, wir haben es versucht. Gucken wir mal. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja hier eine Laterne oder vielleicht sogar zwei. Auf jeden Fall spielbar, auf jeden Fall kann man ein bisschen was mitnehmen. Das hier hat mich sehr gefreut. Mein Fazit nach den ersten Stunden des Events: Ein Schritt in die richtige Richtung nach dem verpatzten Event letztes Mal. Meiner Meinung nach verpatzten Event. Mal sehen. Ich denke, nächstes Jahr zu Ostern könnten die Events dann wirklich angenehm spielbar sein für uns Free-to-Play-Leute. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch einen wunderschönen Halloween-Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns, ne? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin, tschüsschen, ihr Lieben, macht's gut, euer Selti.